Meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 2. Juni. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie sind bislang gut durch die Woche gekommen. Wir wollen heute auf den Markt wieder schauen und hierbei das älteste Metall der Welt. Hätte ich was gesagt, aber auch die älteste Währung vielmehr der Welt, nämlich den Goldpreis unter die Lupe nehmen, der hier zuletzt ja sehr, sehr schwach daherkam. Und die Frage ist eben, ist es schon vorbei mit einer Korrektur oder nicht? Denn wir sehen seit dieser Woche, und da gehen wir direkt mal hier in diesen großen Chart, in diesen Wochenchartverlauf des Goldpreises, eine Kerze, eine Handelswoche, und wir sehen, dass wir hier noch ein kleines Tief gemacht haben, aber seither läuft der Goldpreis nach oben und wir sind jetzt hier in dieser komfortablen Situation zu sagen, gut, generell haben wir jetzt einige Wochen der Rücksetzer gesehen, es reichte nicht ganz hier zum Lauf bis zum Januarhoch des Jahres 2015, Marke von 1300 haben wir doch gesehen, dennoch gesehen meine ich, die hatten wir auch relativ frühzeitig in Aussicht gestellt mit diesem Ausbruch hier vom Februar und dann folgte, was folgen musste, es gab eben eine Bewegung tatsächlich in diese Richtung, doch das, wie gesagt, Januarhoch 2015 wurde verfehlt. Jetzt ging es hier sehr, sehr stark zurück, wir haben hier die Tendenz, zumindest diese Trendlinie seit Dezember 2015, inklusive dieser Fibonacci-Retracement-Levels und dieser Abwärtstrendlinie, die wir hier, dieser mittelfristigen Abwärtstrendlinie aus 2013, die wir hier sehen und auch eben hier im Februar durchbrochen haben, finden sich als Kreuzunterstützungspunkt hier wieder und eben von diesem Level ausgehend haben wir tatsächlich jetzt aktuell eine Erholung, was dafür sprechen könnte, dass der Markt hier tatsächlich nach oben läuft. Zumindest erstmal korrektiv sieht es für den Goldpreis ganz gut aus, könnte also wirklich hier erstmal sozusagen Ende der Schwäche, insbesondere aus der letzten Woche und vorletzten Woche, da ging es relativ deutlich zurück, also hier kurzfristig der Goldpreis durchaus im Rahmen einer Erholung ersichtlich, aber wenn wir jetzt hier diesen Chart auf Tagesbasis öffnen, dann sehen wir zum einen, dass hier diese Trendlinie, und da wird es schon wieder ein bisschen speziell aus dem Dezember, aufgrund dessen, dass hier die Kerzen eine entsprechende andere Anpassung haben, hier sich leicht verschoben darstellt, sprich auf Wochenbasis haben wir diese Trendlinie noch verteidigt gesehen, auf Tagesbasis hingegen durchbrochen. Das ist eben hier auch genau der Witz mit den schrägen Trendlinien. Insofern messen Sie diesen durchaus nicht zu viel Wert bei. Schön ist es, wenn wir Trendkanäle sehen und dergleichen, aber singuläre Trendlinien schräger Natur sind hier doch eher nicht so relevant. Tatsache ist aber, dass wir, wenn wir den Goldpreis eben hier, und das ist viel entscheidender, auf horizontaler Ebene uns betrachten, die Preislevels sozusagen hier 1223, da sind wir eben auch durchgerutscht. Das ist auf jeden Fall eine Zone, die hier auch im März sehr, sehr umkämpft war und jetzt eben hier mit dem Ablauf des Monats Mai sind wir unter dieses Level gelaufen. Wir haben auch temporär natürlich neue Mehrmonatstiefs gemacht. Das können wir hier mal visualisieren. Ja. Ausgehend hier von diesem Tiefpunkt vom 28. März. Aber genau hier sind die Käufer dann wieder zurückgekommen. Deswegen nehme ich hier direkt mal den Pfeil. So, jetzt habe ich... Hier sind die Käufer zurückgekommen. Und das ist jetzt genau die Situation, die man hier durchaus spielen kann. Ergo, die laufende Erholung könnte sich hier in einer Art Bärfleck gestalten. Also der Preis könnte hier zunächst durchaus noch weiter hochlaufen, um dann letztlich neue Tiefs auszuloten. Das hängt natürlich auch viel von den Notenbankentscheidungen ab und aber natürlich auch von der Brexit-Geschichte. Auch hier wird der Goldpreis sicherlich reagieren, sprich den Austritt Großbritanniens aus der EU oder eben nicht. Letztlich haben wir hier eine Zone, die ich technisch gesehen hier als ganz interessant erachte, nämlich den Bereich von 1250 bis 1240 etwa. Diese Zone, meine ich, könnte der Goldpreis im Zuge seiner aktuell laufenden Erholungsbewegung, die wir jetzt in den oder seit Beginn dieser Woche sehen, durchaus fortsetzen, was dann praktisch hier zu einem Lauf in diese Zone führen würde. Und da hätten wir auch das 38er, 50er Retracement Level hier sozusagen auch mit den letzten Kerzen ein Niveau, wo sich der Preis auch durchaus finden kann, zudem auch hier die gleitenden Durchschnitte notieren. Aber das ist alles relativer Natur, denn mit dem aktuellen Impuls scheint es sich dennoch nur um eine korrektive Bewegung zu handeln. Wir sehen also hier auch jetzt saisonaler Rückenwind beim Goldpreis, sogar ziemlich ausgeprägt, bis Mitte Juni hinein. Würde eben auch dafür sprechen, dass wir tatsächlich jetzt hier ein Stück weit hochlaufen. Doch dann sehen Sie, mit Ablauf des Monats Junis relativiert sich das mit Blick auf die nächsten 20 Tage wieder etwas. Und insofern scheint es hier beim Goldpreis aktuell eine kurzfristige weitere Aufwärtsbewegung geben zu können. Aber dann will ich neue Tiefs
nicht ausschließen. Das ist mal sozusagen die Annahme. Umkippen oder umdrehen würde sich das Bild erst signifikant, wenn wir hier in Richtung 1270, 1280 ziehen und hier oben rausgehen. Dann muss man sagen, ist der Goldpreis sicherlich frohen Mutes, weitere neue, sogar mehr Monatshochs zu generieren und hier eben auch das Hoch vom Januar 2015 zu überwinden. Aber dazu, wie gesagt, bedarf es hier einen deutlichen Schub nach oben und die Marke von 1300 muss eben hier auch signifikant überwunden werden. Wenn das nicht geschieht, dann denke ich, hat der Goldpreis eher schlechte Karten. Kurzfristig, wie gesagt, ja, aber mit Blick auf den ganzen Monat scheinen mir hier doch neue Tiefs nicht gänzlich ausgeschlossen. Insofern wären wir auch schon heute wieder in aller Kürze und Würze durch. Mehr gibt es zum Goldpreis meines Erachtens gegenwärtig nicht zu sagen. Bleiben Sie wachsam. Der Markt wird sicherlich gerade im Juni jetzt auch wegen der Brexit-Geschichte volatil bleiben und insofern immer wieder mit dem nötigen Risk-Management vorgehen. Wenn Sie mögen, lesen wir uns nachher im Stream wieder, beziehungsweise hören uns morgen beim nächsten Devisenradar. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.